Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich bin selbst Steinbock und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen, hier unten in der Videobeschreibung, oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter antonialangsdorf.com. Die Infos findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr bei der Verlosung auch die Beratung bei mir gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Die erste Oktoberwoche wird richtig heiß für Steinbock-Singles, denn die Liebesplaneten verstärken ihre Ausstrahlung, die sowieso schon enorm ist. Für alle Steinböcke wird es ein Monat mit starken schöpferischen Kräften, tollen Ideen und viel Unterstützung im Freundeskreis. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen im Oktober genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also mit den langfristigen Aspekten. Da haben wir erstmal das Sextil Neptun, was ganz langfristig auf euch einwirkt. Das ist ein schöner Aspekt aus eurem dritten Haus des Denkens heraus und des Lernens und des Austausches. Und der macht viele Steinbock-Geborene sehr inspiriert und sie haben jetzt auch Freude daran, sich mit spirituellen Themen, also Neptunmäßig, oder auch mit kreativen und künstlerischen Themen auseinanderzusetzen. Ich habe darüber ja oft schon gesprochen, auch sehr ausführlich im Jahreshoroskop, da könnt ihr euch sonst auch nochmal informieren. Und dieser Aspekt ist auch sehr günstig für Liebesgeflüster und eine sanfte und gefühlvolle Kommunikation. Und in den Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 4. Januar Geburtstag haben. Ja, dann wird es spannend, weil nämlich sich die Position von Jupiter ja ändert. Bis zum 10. Oktober habt ihr Jupiter noch im Quadrat, hier oben im 10. Haus. Ne? Also das ist ja eine Erfolgskonstellation und für viele Steinböcke ist das Jahr ja auch beruflich sehr gut gelaufen. Und die letzten 10 Tage bekommen diesen Aspekt jetzt noch diejenigen, die zwischen dem 18. und 20. Januar Geburtstag haben. Und dann wird es spannend, danach wird der Jupiter nämlich in den Skorpion gehen am 10. Oktober und damit einen positiven Aspekt, ein Sextil zur Steinbocksonne bilden. Und das aus dem 11. Haus heraus. Und in der Astrologie sagt man ja so ein bisschen, was wir hier erreicht haben, hier im 10. Haus, das wollen wir jetzt im 11. Haus in die Gesellschaft hineinbringen. Ja, mit anderen Teilen, mit Gleichgesinnten und Gruppenteilen, das Ergebnis, was wir hier erreicht haben, das tragen wir jetzt weiter. Und deswegen ist das auch eine sehr, sehr schöne Position für Jupiter und für euch sind das sehr gute Nachrichten. Denn immerhin, Jupiter ist ja der Glücksplanet und das dürfte also sowohl eure Freundschaften fördern, als auch euer Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung. Und das werdet ihr sicherlich als Steinbock auch professionell nutzen. Aber für eure Beziehungen und auch für die Liebe ist das auch ein sehr schöner Aspekt. Vor allem, weil der Glücksplanet im Laufe des Jahres sehr, sehr schöne Verbindungen hier zu Romantikplanet Neptun bilden wird und zu Pluto. Und beide stehen ja sowieso für euch günstig, beziehungsweise Pluto steht ja im eigenen Zeichen. Und der Jupiter wird da also gute Impulse setzen und sich mit diesen beiden Planeten verbinden, was sehr, sehr schöne kosmische Kräfte sind. Darüber habe ich ganz ausführlich in meinem Video-Special über den Transit von Jupiter in den Skorpion gesprochen. Schaut euch das bitte auf jeden Fall an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Und da geht es eben auch um die mythologische und die tiefenpsychologische Bedeutung dieses Transits. Das ist für euch auch sehr spannend. Genau, eben auch, und da gehe ich auch drauf ein, was es bedeutet, dass er sich mit Pluto und Neptun verbindet. Das ist für euch super spannend. Außerdem glaube ich, das Ganze wird euch ein wenig weicher machen und dafür sorgen, dass ihr euch insgesamt mehr auf das Thema Romantik und Gefühle einlassen könnt. Und damit dann auch, falls noch nicht geschehen, auf eine neue Liebe. Die ersten, die diesen Aspekt dann im Oktober bereits spüren, sind die Geburtstagskinder, die zwischen dem 23. und 27. Dezember Geburtstag haben. Genau, das heißt, jetzt bekommt auch die erste Dekade wieder einen ganz spannenden Planetenimpuls. Dann habt ihr ja eben die Konjunktion mit Pluto, der steht mitten im Steinbock jetzt.
Und darüber habe ich auch schon viel gesprochen. Das ist eine Phase der Transformation, wo man sehr stark unter Druck steht, von innen oder auch von außen, sich zu verändern, sich zu entwickeln, in die eigene Macht und Kraft zu finden. Und das ist auch sehr wichtig, weil nämlich sonst andere Kräfte einen niederdrücken. Also da muss man auch lernen, sich zu behaupten. Manchmal sind es auch wirklich Krisen, also dadurch, dass man vielleicht den Verlust von einem Verwandten erlebt oder eine persönliche Krise hat oder durch die Umwelt oder durch irgendeine Naturkatastrophe kann es auch eine Krise sein, weil Pluto eben auch so die höhere Gewalt im Leben repräsentiert. Welche Krise es auch immer ist, sie dient dazu, euch stärker zu machen. Das ist immer das Mantra, an das man sich dann halten muss, wenn man wirklich in der Pluto-Krise ist, dass man sagt, das passiert jetzt alles nur, um meine wahre Essenz rauszubringen und ich werde hinterher stärker sein als je zuvor. Das fällt sehr unterschiedlich aus, hängt jetzt auch von eurem übrigen Horoskop ab, wie sich das bei euch im Leben auswirkt. Manche kommen wirklich auch zu Macht, auch politischer oder wirtschaftlicher Macht mit diesem Aspekt und sind sehr erfolgreich. Und bei anderen kann es recht niederschmetternd wirken oder die verlieren erstmal alles, um dann eben wirklich zu ihrer eigenen wahren Wirklichkeit zu finden und sind dann aber auch hinterher stärker als je zuvor. Wenn ihr da Beratungsbedarf habt, würde ich euch wirklich auch sehr empfehlen, euch da eine Beratung zu holen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie der Transit wirkt bei euch und wie ihr damit umgehen könnt. Und den spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 6. und dem 9. Januar Geburtstag haben. Schließlich haben wir auch noch das Quadrat zu Uranus. Auch der beschäftigt euch noch weiterhin in der letzten Dekade, in den letzten Geburtstagen. Der steht jetzt hier hinten im Widder, läuft aber noch mal zurück, auf ein paar Grad Widder zurück und bildet eben ein Quadrat auf die Steinbocksonne. Und alle diejenigen, die damit zu tun haben, das sind im Moment die Geburtstagskinder vom 16. bis 19. Januar, aber auch die andere Planeten in dem Bereich stehen haben im Steinbock, die merken das durch Störungen, durch technische Störungen oder auch durch Abläufe, die durcheinander geraten, durch Überraschungen, die sie zwingen, ihre eigenen Abläufe zu unterbrechen, gerne eben auch aus dem Familienbereich. Also Beispiel Kinder, die machen ja auch gerne, was sie wollen und überraschen einen dann, wenn es gerade gar nicht passt. Es ist eben ein Quadrat, ne? Deswegen sind die Überraschungen nicht immer lustig, sondern manchmal auch sehr anstrengend. Aber es trägt eben auch dazu bei, dass ihr stärker werdet, mehr lernt, mehr in euch zu ruhen und auch flexibler zu werden und darauf zu reagieren. Also ihr müsst einfach leben. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 16. und 19. Januar Geburtstag habt, müsst ihr damit leben, dass ihr nicht immer eure Pläne alle so abarbeiten könnt, wie ihr euch das vorgestellt hattet, sondern dass immer wieder was dazwischen kommt. Ich kann ein Lied davon singen. Ich habe ja am 14. Geburtstag und da stand jetzt der Uranus eine ganze Weile zu im Quadrat und das bringt schon einiges an Chaos ins Leben. Also man ist wirklich gefordert, immer wieder tief durchzuatmen und wirklich auch mit Geduld trotzdem das Durcheinandergebrachte trotzdem wieder in Ordnung zu bringen, ist auch so ein bisschen, als hättet ihr so ein Spielklötzchenhaus aufgebaut, und dann kommt einer und macht wusch, fällt alles auseinander, kannst du wieder von vorne anfangen. Also ist schon anstrengend, aber auch anregend, ne? Und es nützt auch nichts, sich dagegen zu sperren und sich aufzuregen und mit Gewalt zu versuchen, diese Störungen auszublenden. Man muss es einfach hinnehmen, man muss flexibel reagieren und sich darauf einstellen. Also ihr seht, im Leben der Steinböcke ist einiges los und da könnt ihr jetzt ein schönes Sextil von Jupiter bestimmt sehr gut gebrauchen. So, jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen. Fangen wir an am 1. Oktober. Sonne, Merkur und der Jupiter stehen in der Waage in eurem 10. Haus. Und das ist eine schöne, inspirierende Energie für eure Karriere und für euer Fortkommen. Und Pluto, wie gesagt, steht ja hier im 1. Haus und Venus und Mars, die stehen halt super zur Steinbocksonne. Und dann auch noch in Konjunktion. Also ganz heiße Nummer ist das. Deswegen habe ich gesagt, Steinbock-Singles haben jetzt eine super Ausstrahlung, weil eben der Pluto in eurem Zeichen hier die Energie auch auffängt, ne, von Venus und Mars. Also das macht euch schon unwiderstehlich, besonders hier so der zweiten Dekade mittendrin diejenigen. Und es ist auch toll, auch für Reiseaktivitäten oder falls ihr in einer Ausbildung seid, da könnt ihr auf jeden Fall auch sehr interessante Leute kennenlernen und steht wahrscheinlich im Mittelpunkt.
Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am 3. Oktober, also an dem Feiertag. Das wäre ideal für einen Kurztrip mit der Chance, sich zu verlieben. Also, falls ihr einen Brückentag habt zum Feiertag hin, solltet ihr diese Chance vielleicht für eine kurze Reise nutzen. Vielleicht nach Berlin in die Hauptstadt, würde sich ja anbieten. So, der nächste Höhepunkt ist dann am Donnerstag, den 5. Oktober, der Vollmond. Da steigert sich nämlich die Flirtenergie immer weiter und dann sind schließlich Venus und Mars hier in einem perfekten Aspekt, perfekte Konjunktion. Und der Vollmond selber findet statt, Sonne in der Waage, Mond im Widder und damit in einer ziemlich heftigen Spannung zur Steinbocksonne. Und das werdet ihr auch bestimmt merken. Ja. Einerseits ist es eben hier sehr romantisch und das hat auch die stärkste Power. Andererseits kann euch das auch aufregen. Und deswegen gilt auch für euch, wenn ihr nicht schlafen könnt, dann macht irgendwas Kreatives oder dient der Liebe. Also jedenfalls solltet ihr euch nicht ärgern, sondern lieber dann eben diese Kräfte auch nutzen. Ja, danach haben wir dann eine etwas kritische Phase. Ein paar Tage ab dem 6. und bis zum 11. machen die Planeten ein paar schwierige Aspekte. Vor allen Dingen die Venus und dann der Mars, die gehen in eine Spannung zu Saturn. Und dann auch noch Merkur in eine Spannung zu Pluto hier. Also da gibt es eine Ernüchterung und dann wird darüber eben auch vielleicht auf verletzende Weise gesprochen. Und das ist wirklich heikel, weil der Pluto ja bei euch im Zeichen steht. Und das könnte bedeuten, dass ihr möglicherweise diejenigen seid, an denen sich jetzt die anderen die Zähne ausbeißen oder über die sie sich aufregen. Überlegt mal, seid ihr vielleicht zu harsch und zu unnachgiebig? Der Tipp der Sterne für euch wäre, etwas nachsichtiger zu sein und in Betracht zu ziehen, dass beide Seiten wahrscheinlich ihren Teil zu der Situation beigetragen haben und dass sich die Sache nicht damit klären lässt, wer recht hat. Da geht es höchstwahrscheinlich um Emotionen, also das ist ja ein etwas schwieriges Terrain für viele Steinböcke, aber versucht mal dafür Verständnis zu entwickeln. Die Phase geht ja auch dann wieder vorbei. Aber am 10. ist dann erstmal der wichtige Aspekt, dass der Jupiter in den Skorpion geht, leider eben auch unter einigen Spannungen. Und ich habe das ja im Erlebnishintergrund schon beschrieben. Ansonsten schaut euch das Special an, findet den verborgenen Schatz. Aktuell, jetzt im Oktober, kann diese Konstellation tatsächlich mit einigen Querelen um Geldthemen einhergehen. Ne, habe ich ja in der kosmischen Schwingung genau beschrieben, weil Skorpion auch das Thema Schulden ist. Jupiter ist ein Geldplanet. Also falls da irgendwas ist jetzt in eurer Partnerschaft, dann solltet ihr jetzt nicht streiten, sondern erstmal ein paar Tage warten und es dann in Ruhe besprechen. Dann gibt es einen Top-Tag für euch. Und das ist Donnerstag, der 12. Oktober. Das ist ein schöner Tag, um die Kräfte von Venus und Mars zu genießen und um Liebespläne zu machen. Hier sind die Liebespläne. Und der Mond steht da auch im Partnerhaus und aktiviert dann aus dem Krebs heraus auch den Glücksplanet Jupiter. Und das ist dann wieder super schön für Begegnungen und Freundschaften. Am Samstag, den 14., tritt die Venus in die Waage ein, hier auch dann in euer 10. Haus. Das ist eine Top-Konstellation für eure Karriere, weil das sehr schön ist, um zu präsentieren mit der Waage. Es ist zwar jetzt ein Samstag, aber dann in den Wochen drauf, bis zum Rest des Monats, ist sie ja dann da. Das ist eine gute Zeit, um sich gut darzustellen, ne, mit Erfolgsprojekten, um zu präsentieren, und eben um das Ganze charmant und überzeugend vorzubringen. Dann nächster wichtiger Termin am 17. Da geht der Merkur dann auch in den Skorpion, auch bei euch ins 10. Haus, Entschuldigung, ins 11. Haus, wie auch schon Jupiter, und bildet dann auch eine Konjunktion mit Jupiter. Und das verstärkt nochmal bis zum Monatsende die günstigen Tendenzen für Freundschaften und Unterstützung, auch in beruflicher Hinsicht. Ihr könntet übrigens auch selbst überlegen, Mentor für andere zu werden und euer Wissen und eure Erfahrung weiterzugeben. Dann haben wir am Donnerstag, den 19. Oktober um 21:11 Uhr, den Neumond auf 26 Grad Waage. Und das Thema dieses Neumonds ist ja, erwartet das Unerwartete, denn er findet ja praktisch hier in Spannung zu Überraschungsplanet Uranus statt.
Also da muss man offen sein für neue Ideen und dann kommen vielleicht auch neue Lösungen. Und bei euch geht es um die Karriere hier oben und um eure Ziele im Leben. Diese Konstellation wird euch bei eurer beruflichen Entwicklung sehr stark inspirieren. Da könnt ihr jetzt eine lang ersehnte und völlig unerwartete Lösung für ein Problem finden. Und ihr solltet den Neumond auch nutzen, über den Jupiter-Transit nachzudenken. Wie wollt ihr die kommenden 13 Monate mit diesen schönen Tendenzen nutzen? Wie wollt ihr euer Netzwerk erweitern? Wen wollt ihr unterstützen? Wo möchtet ihr euch in der Gesellschaft engagieren und hervortun? Das sind einige Anregungen für Fragen rund um Jupiter im 11. Haus. Dann habt ihr einen Top-Tag am 21. Oktober. Und das ist ein Tag, den ihr der Freundschaft widmen solltet. Er wird euch zeigen, wie viel Spaß und Zusammenhalt gegenseitige Unterstützung auch bringen kann. Am 22. Oktober tritt dann der Mars ein ins Zeichen Waage in euer 10. Haus. Das bringt Schwung für die Karriere, ne? Da ist man dann auch sehr überzeugend und will sich auch durchsetzen. Aber der Mars macht auch gereizt. Der steht ja dann im Quadrat zum Steinbock, wird dann auch ins Quadrat zu Pluto laufen. Also da besteht dann auch die Gefahr, dass ihr bei einem Auftritt es übertreibt und jemanden vor den Kopf stoßt. Deswegen müsst ihr da bitte auch sehr diplomatisch vorgehen. Dann am 23. morgens um 7:26 Uhr tritt die Sonne ein ins Zeichen Skorpion. Und da trifft sie sich dann am 26. mit Jupiter. Und das sind weitere spannende Impulse, die die Themen des Jupiter-Transits verstärken für euch. Vielleicht ergibt sich dann ja schon eine gute neue Verbindung mit interessanten Menschen, die sich für die gleichen Themen engagieren oder mit denen man eben im Netzwerk dann zusammenkommen kann. 26. bis 28. Da haben wir ja dann nochmal eine kritische Phase hier mit Venus im Quadrat zu Pluto. Und das ist für euch wirklich auch ein bisschen gefährlich, weil es eben genau in euer Zeichen reingeht, ne? Und auch es gut sein könnte, dass ihr jetzt da wieder diejenigen seid, die störrisch und unnachgiebig reagieren. Es kann übrigens auch eine berufliche Beziehung betreffen, ne? Deswegen seid nicht zu hart, selbst wenn ihr recht habt. Das Blatt wird sich im November noch einmal zum Besseren wenden, also wartet einfach noch ab. Dann am Dienstag, den 31., das ist auch ein Top-Tag für euch, da feiern wir Halloween bzw. das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passend zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich eingegangen. Ihr könnt zu Halloween mit einer Truppe von guten Freunden losziehen oder den spirituellen und magischen Gehalt dieses Festes so richtig auskosten. Für beides stehen eure Konstellationen sehr schön. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall noch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.